Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Company Simulator. Und ja, ich habe den Namen jetzt endlich. Nachdem ich die letzten Folgen hochgeladen habe und die erste Folge jetzt schon bei fast 40 Aufrufen ist nach einem Tag, wo ich richtig erstaunt drüber bin und richtig stolz drauf bin, würde ich mich natürlich freuen, wenn es euch diese Videoreihe gefällt, unbedingt einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo und die Glocke nicht vergesst zu drücken, damit ihr auch kein Video mehr verpasst von mir. So, es sind New Contracts Available, steht hier. Place, ja, das ist ja geplant. Hier, HR-Manager, das war dieses komische, was wir nicht machen können. Ja, da wollen die jetzt, dass wir unbedingt neue Manager anstellen. Increase Founding, Space Agency has created... Oh Gott, das sind Sachen, die mich absolut nicht... Ah, das ist halt No Limit. Das ist halt das Witzige. Red Space, hier. So has created a grant can received in exchange for increasing the management staff of the HR department. The employment of a new manager should be further increased the efficiency of our company. The list of possible managers is available... Ja, aber ich kann ja nicht mehr als zwei einstellen. Also wir können es ja annehmen. Hat ja kein Limit, das ist ja der Vorteil. Wir nehmen mal alle Sachen auf jeden Fall an, die kein Limit haben. Oh, es gibt ein maximales Limit an HR... Oh. Das hätte ich mir da vorlesen sollen. Huch! Also es gibt ja hier keinen Minus... Kann ich dir nicht sagen, nö, kein Bock? In the funding of the HR department to 350k. This should further increase the efficiency of our company. Ich soll der HR-Abteilung... HR war, glaube ich, du, also die Anmeldung... 350 Euro, Dollar, 350.000 Dollar geben, das ist doppelt so viel wie meine aktuellen Ausgaben für alles. Die sind doch wahnsinnig. Can be received in exchange increasing the management staff of the... Ja, ihr wollt, dass ich sozusagen bei der HR-Abteilung, Human Resources, mehr Employees reinhaue, oder wie? Also, dass ihr da noch einen freischalten. Build University to unlock this workstation. Bedeutet, wir brauchen eine University. Und wo kriege ich jetzt diese University Test Center? Warum leuchtet das Test Center so? Das können wir bauen. Ein Build, würde ich mal sagen, oder? Also ein Test Center wäre immer schlau. Geben wir mehr aus? Die paar tausend, aber es wäre schnell. Wir müssen schnell sein. Wir sind immerhin kurz, ja, das Test Center Rocket Program ist in 34 Tagen erfüllt. Dann können wir unser eigenes Rocket-Programm starten. Ich würde mal sagen, was ist da? Schließ mal. Was ist denn da? Testcenter wird da fertig. Okay, also das... Und ich glaube, hier irgendwo wird ja unser anderes Teil fertig. Das ist ja fast schon fertig. Okay, zwei Contracts successful. Land Hunting. There's a possibility of buying land at a... Federal price to make purchase. We have to spend free, but the investment should bring regular profit equal to 5000 after 5 years from the purchase. Do you want to take this opportunity? Also wir können Land kaufen. We don't want to split our attention. We won't buy this. It's be graceful factor. Es ist schlau eigentlich, dass ich was extra zu kaufen. Also die 30.000 ist jetzt nicht schlimm. Die kriegen wir ja wieder mit 35.000 dann am Ende. You must wait a little while, but after that you will have a small but steady additional income source. Ach, das gibt mir immer mehr Geld. Cool. Ach, nee. Das hat gegolten? Ach, cool. Weil ich die schon angestellt habe, sozusagen im Spiel voraus war, hat er das als... Wie cool ist das denn? Has created a grant that can be received in exchange for increasing the founding of the HR department to 300, increasing the level of founding is in the financial department budget. Okay, wir sind hier unter financial budget. Wir sollen von der HR auf 350k erhöhen. Also ihr seid ja wahnsinnig. Oder wie viel war es? Contracts. Wie viel wolltet ihr, dass wir einstellen? 350.000. Was soll ich denn mit 350.000?
Das kann ich auch so einstellen. 3, 5, 0, 0, 0, 0. So. 350k. So, mal ohne Scheiß. Was bringt mir das? Increased the PR points gained. Oh! Vielleicht gar nicht so doof. Wie würde sich das aus, wenn ich das in Production zum Beispiel mache? Wenn ich jetzt hier statt 40.000 jetzt sagen wir mal 80.000 mache. 80k. Immer noch gleich viel. Also würde ich jetzt hier wieder auf 40k runtergehen. Ich weiß gar nicht, wie viel hatte ich denn. Oh, 40 ist vielleicht nicht unbedingt. Also 40 ist zwar super, da muss ich ganz, ganz wenig ausgeben, aber es ist nicht unbedingt das, was. Leute, 40k ist das, was wir mal ausgeben wollen. So, okay. Leute, wir, die kriegen diese Woche einen richtigen Schub. Mir scheißegal. Ich habe schon 11 Lobbyisten. Ich habe 11 frei. Founds. Jetzt habe ich. Oh Gott, wie sehe ich denn jetzt? Ich habe aktive Lobbyisten. Wie kann ich denn das jetzt einstellen? Also. 11, ich habe jetzt aktuell 8 verbraucht. Ich würde. 9, 10. 11. Assign. Aktive Lobbyisten? 4? Ach, Lobbyisten, die ich noch kaufen kann. Die ich noch nehme. Die ich noch holen kann. Das sind die Lobbyisten, die ich noch nicht aktiviert habe, oder wie? Assign. Ah! Ach so! Sagen wir mal, next turn. Jetzt habe ich den Contract successful und jetzt muss ich ganz schnell das. Das ist ja Wahnsinn. Wie viel wollen denn die ausgeben für den. Budget im Bereich HR geht auch wieder auf die 40k runter. Dankeschön. Wo geht das ganze Geld hin? Ich gebe in Departments 200.000 aus. Was zum Fick? Ja, okay. Aber ich mache eh auch dementsprechend gute Research. Oh, wir haben Research die ganze Zeit, ne? Start Chain. Ach so, jetzt wird das erforscht. 1, 2 und dann. Hä? Solid Fuels wollte ich, habe ich noch nicht erlernt, sozusagen. Okay. University Mission Control. Haben wir noch irgendeine. Your Rockets? Wir haben keine Planes. Planets? Achso, nee, okay. Also, wir haben da nichts aktuell. New Contracts available. Ist, glaube ich, gar nicht doof bei uns. Wir haben nicht. Mittlerweile gleich ein paar mehr als eine Million verloren. Own Rocket, hier. No Limit. German Space Agency. Also die Deutschen wollen das von uns. A group of scientists is looking for an external contractor to test their latest work. In exchange for helping in building the rocket they have devised, we can count on a high increase of recognition of our company. To construct of the. Can be ordered in the system window. Okay. Es hat keine Zeitlimit. Wir kriegen dafür 1000 Prestige. Und 1 Million Payment. You can look in. Oh, what? Wir können hier, wenn das erforschen können. Also, wir können ja mal wieder in die Perks reinsetzen. Den Astronautenkomplex hätte ich gerne freigeschaltet bei euch. HR-mäßig hätte ich gerne. Wo muss ich denn da hin? Das ist ja gar nichts zum Freischalten bei HR. Discover Worker Department Preferences. Bonus Moral increased by 10% Price. Cooldown 3 weeks per Worker. Machen wir das hier. Dann PR hat auch was. Konferenzcenter, geil. Dann haben wir Science natürlich. Ah, Science tut ja eh dauernd erforschen bei mir. Tun wir erforschen, perfekt. Wollte gerade schon fragen, tue ich überhaupt noch erforschen? Kompetent Market. Tun wir auch erforschen. So, okay. Wir haben die eine Mission angenommen. Contractors, hier. Place for Launch, die müsste auch bald sein eigentlich, oder? Ist am 2.4. angesetzt. Also, relativ bald. Total Costs 5k.
kriege dafür 250.000. Wir kriegen hier für 1 Million a group, ja. Assembly window of the production department. Im Assembly window, the construct of the rocket can be ordered. A group of scientists is looking for an external contractor to test their latest work. In exchange for help in building the rocket, they have devised we can count on a high increase. Okay. Also ich soll deren Rakete bauen. Oder bin ich jetzt blöd? Bedeutet, ich gehe in Assembly Room. Ah. Charity. Da haben wir sie. Die Charity. Different contracts and missions will require a different Delta V value, so it's worth to pay attention to that level. When you click create, you will see a summary where you can inspect the final cost production. Okay. Delta V haben wir 64, aber... Hä? Nee, warte mal. Assembly? Charity. Size small, construction costs 4000. Tank 1 of 3, engines 1 of 1. Struts, payload. Okay. Production. Also ich kann die rein theoretisch umbinden, aber wieso kann ich jetzt hier zum Beispiel nicht aufkommen? Ah, weil wir keine Engine haben, oder? Hä? Wem gehört diese komische Charity? Oder ist das eine meiner Blueprints auf einmal? Ein Tank? Eins von einem Engines. Hä? Oder muss ich erst die Teile bauen? Einmal. Hä? Depot? Bau. Cargo Bay. Bei sind größere. Ich soll für die eine Rakete bauen und die sagen mir nicht mal, was ich tun habe bei denen. Hä? Also ich kann jetzt mal so frei Schnauze entscheiden, was ich denen da reinbaue. A prototype version of the cargo hold design for use in small rockets. Kaufen wir halt auch mal. So. Habe ich sonst noch was, was wir brauchen? Also es gibt hier schon sehr viele Teile, das muss ich ja schon sagen. Aber so ganz verstehen tue ich es jetzt gerade nicht. Project. Wieso, warum funktioniert denn das jetzt? Also, die Sachen sind ja schon eingebaut. Aber warum funktioniert das jetzt zum Beispiel nicht? Wieso kann ich jetzt hier nicht... Hier steht. Und schau, hä? Bin ich zu doof, um eine scheiß Rakete zu bauen? Payload 1. Aero 1. Engine 1 of 1. Und dann kriege ich das Teil hier. Aber ich kann ja hier nichts verändern. Step 1. Das ist die... Lesota. Each one must include necessary rules in their design. Most of the common for very rocket-like an engine or fuel tank. Optional models can be filled in terms of the missions used by the rocket. Ja, aber, hä, warum kann ich die Rakete jetzt zum Beispiel nicht starten?
Oder warum kann ich hier nicht auf... Also wenn ich jetzt hier hinklicke zum Beispiel, hier auf Confirm. Dann kann ich die Teile dem ja zum Beispiel geben. Hier, ich kann dem den großen Tank geben. Das Aero. Dass ich hier unten befinde. Das ergibt ja keinen Unterschied. So. Dann kann ich hier auf Confirm klicken. Und der Button ist nicht mal ausgetauscht. No. Aber was stimmt denn jetzt hier nicht? Aero 1 of 1. Utilities 0 of Zwangs und Tanks. Also was für einen Tank braucht denn der? Der hat jetzt hier den, ja. Wenn ich das wüsste, was für ein Tank da drin ist, wäre das um einiges einfacher. Warte mal, Assembly. Also er nimmt ja eh das, was ich aus dem Lager drin habe. Denk mal, dass er den hier nimmt. Das ist ein... Ja, wie zum Gucken, wie heißt denn das Teil jetzt hier? Bei den Teilen steht... Da steht jetzt ein Name dabei, bei denen nicht. Dann tun wir mal schnell... Von dem Jack noch zwei produzieren. Wir müssen irgendwie was... Fins können wir auch noch produzieren, warte mal, die können wir auch selber machen. Wir tun gleich mal drei von den Fins produzieren, Free Turns. Und, hä? Was sind jetzt zum Beispiel Utilities oder sowas? Ich bin überfordert. Mir scheißegal, wir machen jetzt diese Runde rum, glaube ich mal. Aber wir müssen noch Nachrichten checken, ne? Contract Complete Technology Progress. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!